Hallöchen. Und wir finden jetzt heraus, zuhören ist wichtig, weil eigentlich wurde uns gesagt, wo wir hin müssen. Ja, genau. Ja, und zwar ist diese Gegend hier, so schön sie auch sein mag, nur eine Zwischenebene. Also hier sollten wir nur kurz so einen Abstecher machen, so Sachen. Guten Tag, ich bin der Garli. Ich esse gerne Kokosnüsse und dann sollten wir wieder zurückgehen. Weißt du eigentlich, wo Kokosnüsse wachsen? Palmen. Nicht im Supermarkt oder so. Ich weiß nicht, wo du deine Ausbildung genossen hast, aber In Deutschland. ja, und ich habe meine Ausbildung in Biertrinken auf Mallorca gemacht. Das ist auch so zutreffend. Aber ja, der Late Daten, ehrlich, jedes Mal aufs Neue. Aber ich sehe, es geht weiter. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir ein Schrittchen nach vorne und tut Nur ein es. Schrittchen, genau. Ja, Noch ein genau, das Schrittchen. war's für diese Folge. Wir hatten ja das letzte Mal schon eine Überlänge gehabt. Alter. Mein Arm. Ah, Mist, Mist, Mist. Nein, nein. Alter, ich dachte die Tür, aber die Tür ist zu. Zielen und nicht schielen, Kali. Hast gerade eben geschielt? Was kann ich dafür? Ist natürlicher Instinkt. So, dann. Jetzt hier nichts weiteres und oh. Ah. Koks, ja. Ah. So. Das sollte so passen. Hast du auch die Muni genommen vorhin? Ich glaube, ich habe noch volle. Bei, zumindest bei der Sache. Hier ist eine Leiter, genau. Die Suche nach Immer der nach der Leiter. Leiter. Die Suche nach der Leiter. Sorry, aber so könnte man echt mal ein Spiel nennen. Und was hat er jetzt vor? Ja, der schafft's nicht mehr. Wir sollen ohne ihn weitergehen. Wohin jetzt? Okay, da steht, was wir machen müssen. Check Power, check Track, do not use. Der freundliche Typ von vorhin Der ist Toaster da. ist ja da. Bisschen davon nehmen wir uns. Ach ja, der Zug, den hatte ich Davon ganz ist vergessen. der Zug. Diese späte Reaktion von uns. Ah, Wir Mensch. müssen noch mit dem Zug raus Bringen hier. wir den Zug zum Laufen. Okay, dann müssen wir erstmal dahin kommen zum Zug. Okay, springen vielleicht. Gleich beim ersten Anlauf. So, das bin ich alles wieder wiederholen müssen. Wir hätten eigentlich vorher saven müssen, aber egal. Oh ja, passt schon. Okay, hier sieht's nicht so Ah. schön aus. Ah, Mist, Mist. Oh, er hat sich selbst K.O. geschlagen oder gebombt. Ah, da sollten auch vorsichtig sein. Ist Und da immer ist dieser freundliche Typ. der freundliche. Ah, da geht's runter. Da geht's runter. Also ich würde erstmal. Und da Okay, geht's ich leider nicht dachte, weiter. wir könnten.
den ach so freundlichen Toaster umgehen. Oh Mann. Ich speichere mal hier kurz und... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir 10-mal sterben werden, bevor wir es fangen. Ich weiß da noch nicht mal, wo wir dann hin müssen. Ich bin mir da gerade etwas unsicher, weil ich will einfach mal die Tür sehen, wohin wir müssen. Wir haben doch gespeichert, einfach rauslaufen und dann aussehen. Ich sehe die Tür. Ja. Haben wir das nicht am Anfang schon gemacht? Das frage ich mich auch. Ah, hier. Ah, nee, hier sind wir ja vom Rohr runtergefallen. Ob wir da wieder nach oben können? Denn wir müssen jetzt zurück zum Zug. Oder generell zum Zug. Ja. Übrigens, ich mag Züge. Wenn man sich oh nein, 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 nein. Doch ja. Nichts passiert. Also. Okay, sie haben sich verspätet. Ach so, ist die Deutsche Bahn. Ja. Ah, vielleicht da. Dahin genau geradeaus. Da ist doch ein großer Schacht. Erklärt ja. Manches. Der reagiert zurzeit nicht. Egal, laufen wir einfach durch. Und? Wir haben nichts zu verlieren. Rennen wir in 3, 2, los! Autsch! Da ist der Zug. Und hier geht's weiter. Hoffentlich kann er uns nicht folgen. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Ah! Alter, die Sau, was. Ah! Okay, aber das ist. Jo, wir kennen jetzt endlich mal die Direction. Also, es ist eine One Direction, eine Richtung. Und du hast dort nicht etwa die Leiter verpasst, oder? Eine Leiter? Da war die doch. Da, eine wo Leiter? Wir gestorben sind, ja. Da war eine Leiter. Ich renne einfach nochmal hin. Guten Tag. Weiter geht's. Weiter, weiter. Da ist die Leiter, guck. Die Tür stand offen. Okay, ich glaube, wir haben es vorerst geschafft. Okay, ducken und Knopf drücken. Ja, da ist nur ein Knopf. Hallo? Nichts. Ach so, nichts. Oh. Nichts? Ja. Arschloch. Sieht so aus, als wäre er nicht so leicht verwundbar. Nein, das Ding ist nicht mit den Waffen hier besiegbar. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das Ding überhaupt besiegbar ist. Auf jeden Fall, da hinten gibt es Schild. Du das da siehst. Ja. Chancen. Mann. Zumindest wenn es da aufblitzt, ist irgendwie markiert. Aber hier, vielleicht hier fließt kein Blitz. Strom, habe ich das Gefühl. Oder irgendwas ist hier ist. Ja, ruhig dich doch. Das war keine gute Idee. Erstmal runter, glaube ich. Ah, was ist das? Muss man doch irgendwo anstecken, oder? Hallo, darf ich. Ah, okay. Okay, und sind beinahe tot. Und nein, nein, komm. Naja, okay. Wir wissen aber jetzt, was zu tun ist. Und. Und laufen einfach mal. Alle los. Guten Dinge sind 3. Also jetzt nicht noch einmal verlieren. Das wäre fatal für uns. Renn, 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 spring! Autsch! Ich spüre schon die Flamme! Oh Mann. Oh Mann,
kann ja nicht damit aufhören. Jetzt. Kann jederzeit damit aufhören, er will es nur nicht. Ja, ich merk's schon. Oh man, dieses Monster einfach. Ich kann mir jetzt auf den Knopf drücken. Ja, wir haben es geschafft. Brutzel, du Sau. Und es ist weg. Tada! Holen wir uns hinten das Schild und hauen die ab. Genau, das ist auch mein Plan, aber man kann es natürlich schon mal sagen. Und das Ding steht im Weg. Unhöflich. Selbst nach dem Tod noch nervend. Das war's? Dann war's das auch. Alter, das ist schon nervend, dieses Ding. Aber jetzt lassen wir es einfach hinter uns. Und wir brauchen wahrscheinlich Zug. Welchen nehmen wir? Der ist da. Da ist auch noch eine. Allerdings Zug für Business ist der Gleis hier nicht ausgerichtet. Ja, das macht doch der Typ für uns. Wir müssen nur einsteigen. Ich dachte, er hätte es bereits gemacht, aber... Wir können eins von diesen beiden hier nehmen. Da hinten? Ah, Leben, okay. Bisschen Leben, da auch noch... Können wir jetzt nicht mitnehmen oder Kampf, nutzen? Okay. Der hätte uns ein bisschen mehr Leben kosten müssen. Okay, dann auf geht's. Er kann doch einfach aufsteigen, wieso würde er uns nur behindern? Das ist doch... Das ist wieder mal typisch übertriebene Dramaturgie. Eigentlich völlig unnötig. Ah ja. Wow. Ja. Hey, it's Freeman, right? Hold up a sec. One of your scientist pals said they give you a message. You're supposed to take this old rail system up to some sort of satellite delivery rocket or something. I don't know where it is exactly. The old guy was so worried about getting out alive, he didn't think to stop and tell me. Anyway, The main thing is, the military aborted the launch. So when you find the rocket, well, if you find the rocket, you'll have to get up to the control room and launch it yourself. He said something about a Lambda team leaving the satellite in orbit if they were ever going to clean up this mess. Now, get going. I'm going to stick around and help any other stragglers. Ach, wir müssen, am Ende müssen wir die Welt retten und, ja. War das nicht von vornherein klar? Und den Late-Daten, ach nee. Da haben wir in dieser Folge mal endlich was geschafft, was man Produktivität nennt. Ja, wir sind schon ein bisschen weit gekommen. Im Vergleich zu den letzten beiden. Ich hatte eben Angst, dass irgendwer das Bedürfnis bekommt, uns zu besuchen. Das ist leider in Spielen, du hast einfach so ein Gefühl, weil immer wenn es nach unten geht, springt irgendwer von oben runter. Ah, ich kenne mich aus mit solchen Situationen. In solchen Situationen kommen erstmal keine Gegner. Alles läuft. Was war das? Auf Schienen. Ich bezweifle, ob wir jetzt da... Ja, wir sind auf Schienen, bloß die Schienen sind ein bisschen unter Wasser.
Wieso das ganze Wasser auf einmal? Ist ja alles überschwemmt worden? Nehme ich an. Oh oh. Ich habe erstmal auf diese Geschwindigkeit nicht, dass uns irgend so ein Lutschding noch nach oben bringt. Was Ding? Weiß doch diese Sachen, die... Ja, diese Lian-Dinger oder so. Mhm. Okay. Begrüßung. Ach, immer diese Teleportation hier. Ich mag die nicht. Obwohl, es ist eine gute Entschuldigung, dass Sachen spawnen können. Was? Dieses, was ist das für ein Ding? Ach so, diese... Ja, genau. Was war das? Was ist das da vorne? Können wir weiter? Wasser und Strom? Nie eine gute Kombination. Okay, dann würde ich sagen, da haben wir schon mal viel erreicht. Okay, weil wir viel erreicht haben, bis zum nächsten Mal. Würde ich auch sagen. Ciao.